Liebe Freunde des anspruchsvollen Telespiels, heute habe ich mal so ein richtig originelles Video für euch. Na, was los? Habt ihr einen richtig geilen Games-Kanal gesucht, aber leider seid ihr jetzt hier bei Games gelandet? Tja, jetzt bleibt ihr gefälligst auch hier, denn abonnieren geht über haschieren, ist das Motto. Also, wer mir gerade auf Twitter folgt, der kriegt's wahrscheinlich mit in den letzten Tagen. Ich bin krass im Elden Ring Fieber. Ich spiele momentan nichts anderes. Es ist wirklich richtig schlimm. Und ich vermute, dem einen oder anderen von euch geht's ganz ähnlich. Und da dachte ich mir, ist doch vielleicht eine schöne Gelegenheit, mal ein kleines Ranking zusammenzustellen. Was sind denn meine liebsten Soulsborne-Spiele? Also, was damit gemeint ist, ist natürlich klar. Die Games, die From Software seit ein paar Jahren so macht. Also, Dark Souls, Demon's Souls, Elden Ring, Bloodborne, Sekiro. Da habe ich einfach mal geguckt, was hat mir denn davon in den letzten Jahren am besten gefallen und welches dieser Spiele ist bei mir auf dem letzten Platz gelandet. Ich kann schon mal sagen, naja, vielleicht gibt es die eine oder andere kleine Überraschung, aber vielleicht seht ihr das ja auch komplett so wie ich. Also, macht euch schon mal bereit, ich glaube, da gibt es einiges zu diskutieren. Wir haben viel zu besprechen, deswegen lass mal loslegen. Das also ist mein ganz persönliches Ranking aller Soulsborne-Spiele. Okay, es versteht sich wahrscheinlich von selbst, aber dieses Ranking ist absolut zu 100% subjektiv. Interessiert mich nicht, welches der From Software Spiele das beste Ranking auf Metacritic hat oder die meisten Fans oder was. Das hier ist meine persönliche Bestenliste. Aber, also ich kann euch beruhigen, ich probiere jetzt hier nicht krampfhaft gegen den Strom zu schwimmen. Das heißt, die Spiele aus der Soulsborne-Reihe, die die meisten ganz gut finden, landen hier wahrscheinlich auch auf den oberen Rängen. Bereit? Dann fangen wir an. Und zwar mit dem Geständnis, dass ich bis heute Demon's Souls nicht gespielt habe. Ja, ja, ich weiß, Frevel, es ist noch auf meinem Pile of Shame, aber ich bin bislang einfach noch nicht dazu gekommen. Deswegen nehme ich es aus dieser Liste raus, ich kann das jetzt einfach nicht bewerten. Vielleicht gibt es irgendwann ein Update, wenn ich es mal nachgeholt habe. Aber wenn ihr sehen wollt, wie ich mich als kompletter Neuling zumindest durch die ersten 3 Stunden kämpfe, haben wir in der Videobeschreibung ein uraltes Video von mir verlinkt, in dem ich genau das tue, aus seligen alten Game One Zeiten noch. Gerne erinnere ich mich daran zurück, dass ich die Phalanx mit dem Zauberstab bekämpft habe. Also nicht mit Zaubern, sondern mit dem Stab. Das war damals wirklich meine allererste Berührung mit diesen Spielen und diesem ganzen Genre und naja, was soll ich sagen? Ein paar Jahre später mache ich dieses Video hier. Also muss es mir damals ja schon irgendwas gegeben haben, oder? So, aber damit jetzt offiziell zu meinem letzten Platz im Soulsborne-Ranking. Und das ist Sekiro, Shadows Die Twice. Ja, ich kann mir vorstellen, dass einige von euch da draußen jetzt Schnappatmung bekommen und mir sofort einen saftigen Text in den Kommentaren drücken wollen, dass ich Idiot die Genialität dieses Spiels nur nicht erkenne und so. Und ja, mag sein, aber Leute, bei einer Liste muss es einen letzten Platz geben und das ist für mich nun mal Sekiro. Natürlich ist auch dieses Spiel unendlich viel besser als 99% der Konkurrenzspiele auf dem Markt, keine Frage. Sekiro ist kein schlechtes Spiel, ich meine, da sind wir uns alle einig, oder? Aber naja, mich kickte es vom Start weg nicht so sehr wie die anderen Soulsborne-Titel. Klar, die neue Stealth-Mechanik ist cool und der Greifhaken eröffnet ganz neue taktische Möglichkeiten, aber ich stehe einfach nicht auf das Kampfsystem. Die Idee, den Fokus auf ultrapräzises Blocken und Zurückschlagen zu legen, ist eine reizvolle und wer das Prinzip gemeistert hat, der legt atemberaubende Schlagabtausche hin, die so geil choreografiert sind wie im besten Wuxia-Film. Aber für mich fühlte sich das Gekloppe nach einer gewissen Zeit doch so ein bisschen gleichförmig an. Ich habe das wilde Hin- und Herrollen vermisst, die Schilde, die abgefahrenen Waffen, die völlig bekloppten Character-Builds. Was die Figurenausgestaltung und die Kämpfe angeht, lässt euch Sekiro nahezu keinerlei Freiheiten. Ihr müsst es genau so spielen, wie das Game es euch vorgibt und das finde ich einigermaßen enttäuschend. Außerdem gibt mir die Spielwelt nicht so viel wie in den anderen Titeln. Klar, das feudale Japan sieht schick aus, aber es ist eben das feudale Japan und da bin ich gefühlt schon 500 Mal durchgerannt und habe alles weggemessert. Ich habe Nioh gespielt und Onimusha und Genji Days of the Blades und Otogi, übrigens auch von From Software. Und ey, Samurai Warriors. Also ich würde sagen, der Spielwelt von Sekiro fehlt einfach das gewisse Extra, dieser Aha-Moment. Holy shit, der erste Boss in Dark Souls ist ein fetter Dämon mit einer grotesk großen Keule, krass. Holy shit, der erste Boss in Bloodborne ist eine 10 Meter große Höllenbestie mit Todeskrallen, Alter. Holy shit, der erste Boss in Sekiro ist ein Dude mit Schwert. Oh.
Ja, ich find's selber schade, aber Sekiro hat mich einfach nicht so gepackt wie die anderen Soulspawn-Titel und deswegen habe ich es bis heute nicht durchgespielt und deswegen ist es für mich das schwächste Spiel aus dieser Reihe. So, weiter. Okay, jetzt keine große Überraschung, oder? Dark Souls 2 gilt bei den meisten Dark Souls-Fans als das schwarze Schaf der Serie und das nicht ganz zu Unrecht. Ich habe es für dieses Video nochmal spaßeshalber angeschmissen und ich muss sagen, es ist jetzt nicht so übel, wie manche bis heute behaupten. Es ist immer noch ein gutes, vielleicht sogar sehr gutes Actionspiel, aber eben nur ein mittelprächtiges Dark Souls. Nach dem legendären ersten Teil kam 3 Jahre später diese Fortsetzung und was waren wir enttäuscht. Die verschachtelte und miteinander verbundene Spielwelt ist hier deutlich vereinfacht. Wir können gleich von Anfang an warpen. Und manche Gebiete sind so unsinnig designt, dass man fast an einen Scherz der Programmierer glauben möchte. Das massive Schloss in einem Meer aus Lava, das irgendwie über einem riesigen Steinturm steht, ist mittlerweile ein Meme, da kann man nur drüber lachen. Die Spielbalance wurde mit der Einführung der Life-Gems völlig ruiniert. Die meisten Bosse sind endlose Variationen der öden Formel, großer Dude mit Schwert. Und also wer die Idee hatte, die schön unheimlichen Cutscenes vor jedem Bossfight mit diesem ultraschlechten Blutrandeffekt zu verschandeln, der gehört gepeitscht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ach ja, und das vielleicht Dümmste, der groteske Waffenverschleiß in diesem Spiel. Es ist echt lächerlich. Alle paar Minuten gehen eure Waffen kaputt. Ich hasse Waffenverschleiß in Spielen. Ich fand es in Dark Souls 2 ätzend. Ich kann Breath of the Wild deswegen nicht spielen. Ey, ernsthaft, sorry, nee, ich bin da raus. Waffenverschleiß ist die absolute Seuche. Aber okay, fairerweise, die DLCs haben dann nochmal ordentlich was rausgeholt und bieten einige der geilsten und anspruchsvollsten Kämpfe der gesamten Reihe. Bei allen Fehlern hat Dark Souls 2 aber schon ein paar Highlights. Ich fand den Kampf gegen den Henkerswagen ziemlich originell. Und der Weg zum Spiegelritter ist inszenatorisch einfach nur geil. Das muss man mal neidlos anerkennen. Aber okay, dafür hat Dark Souls 2 auch die gottverdammte Riesenratte mit ihren gottverdammten Gift-Mini-Ratten. Für mich persönlich der vielleicht nervigste Schrottkampf der ganzen Reihe. Dark Souls 2 ist das schwächste Dark Souls. Aber ich muss sagen, so mit dem Abstand der Jahre bin ich doch ein bisschen milder gestimmt. Liegt vielleicht auch daran, dass es das einzige Dark Souls war, zu dem ich eine lange Videoreihe gemacht habe. Damals hatte ich Nervenzusammenbrüche und nächtelang an einer Folge rumgeschnitten, um sie rechtzeitig fertig zu kriegen, was die Nervenzusammenbrüche erklärt. Aber so im Nachhinein, ach, war schon lustig. Also wenn ihr nochmal sehen wollt, wie ich wie der allerletzte Vollhorst Dark Souls 2 durchspiele, dann guckt in die Beschreibung und klickt auf mein Tagebuch des Todes. Und nein, das ist keine schamlose Eigenwerbung, der Channel ist schon lange inaktiv, ich verdiene damit kein Geld, ich dachte nur, es könnte euch unterhalten. Alter, jetzt mal ohne Scheiß, wo kommen die her? Das kann doch nicht sein. Dark Souls 2 ist irgendwie ein liebenswerter Idiot. Nein, Leute, ist kein Fehler, jetzt kommt schon Bloodborne. Und nochmal, allerspätestens ab jetzt ist jede Kritik meckern auf höchstem Niveau. Und ich denke, hier gibt es nichts, oder zumindest sehr wenig, zu meckern. Bloodborne ist ein fantastisches Spiel, da gibt es überhaupt keine Frage. Die Grafik, das wunderbar eklige Design der Monster, die morbide Atmosphäre, das ultraschnelle Kampfsystem, das aggressives Vorgehen forciert. Also mir und Millionen anderen Spielern stand damals mehr als einmal der Mund auf, als wir uns durch das verfallene Yharnam gekämpft haben. Ich glaube, mein absoluter Lieblingsmoment war, als ich Rom besiegt habe und dann ging der Blutmond auf und auf einmal konnte ich die riesigen Monster sehen, die an den Gebäuden hingen. Das war wahrhaft mindblowing. Ey, und überhaupt, wie Bloodborne abdreht von einer blutigen, aber im Grunde gar nicht mal so originellen Monsterjagd-Schauergeschichte zu kosmischem Horror, der selbst H.P. Lovecraft die Bremsspuren in die Buchse getrieben hätte. Ehrlich, das gefällt mir bis heute vielleicht am besten an dem Spiel. Als ich das Ding gezockt habe, stellte sich auch hier wieder ganz schnell der Suchteffekt ein. Ich konnte mich tagsüber kaum auf die Arbeit konzentrieren. Meine Gedanken wanderten immer wieder zurück zu meinem letzten Bossfight oder dem Gebiet, in dem ich gerade hing. Es war wie ein süßes, heiß brennendes Fieber. Warum Bloodborne dann nicht höher in meinem persönlichen Ranking gelandet ist? Ja, das liegt an so 2,5 Gründen. Zum einen gibt es hier recht wenig Varianz, was Waffen und Rüstung angeht. Wüstes Experimentieren mit verschiedenen Teilen, die überhaupt nicht zusammenpassen und genau das macht es ja so lustig, ja, das fehlt hier so ziemlich.
Immerhin, die wenigen Waffen in Bloodborne, die man findet, die sind alle ziemlich unterschiedlich und nicht einfach nur minimale Variationen desselben Typus, wie die 30 Kurzschwerter in einem Dark Souls. Aber die spielerische Freiheit ist jedoch deutlich eingeschränkter. Also für mich ist das jetzt nicht mal so entscheidend, weil ich ohnehin so einer bin. Wenn ich was gefunden habe, was mir zusagt, dann behalte ich das, bis ich was Besseres finde, so wahr mir Gott helfe. Aber es ist doch schon etwas schade, dass jeder Run von jedem Spieler irgendwie ziemlich gleich aussieht. So richtige Meme-Builds gibt's hier nicht. Mein zweiter Kritikpunkt wiegt da schon schwerer. So eklig schön die morbide gotische Architektur der Levels auch ist, nutzt sich das nach einer gewissen Zeit schon so ein bisschen ab. Also ich glaube, Bloodborne hält wahrscheinlich den Weltrekord für die meisten Särge in einem Spiel. Vielleicht kann das ja mal jemand nachzählen. Es gibt natürlich schon ein paar echte Highlight-Level, wie das versteckte Schloss Kanehurst, wo es dann grafisch endlich mal ein bisschen abwechslungsreicher wird. Aber viele Gebiete verschwimmen in meinem Kopf zu einem schicken, aber düsteren Einerlei, was echt schade ist. Und was ich wirklich richtig unrettbar nervig finde, diese beknackte Idee, dass sich die heilenden Blutfiolen nicht mehr automatisch auffüllen, wenn ihr gestorben seid. Was zum Teufel soll das? Kein anderes Spiel aus der Reihe macht das so, glaube ich, und das aus gutem Grund. So werden doch nur die Spieler bestraft, die ohnehin schon Probleme haben und oft sterben, etwa in einem harten Bossfight. Aber weil sich die Fiolen nicht auffüllen nach dem Tod, habt ihr jetzt also zwei Möglichkeiten. In den Kampf gehen, den Boss lernen, dabei ordentlich Fiolen verbrauchen, irgendwann habt ihr keine mehr und ihr müsst entweder grinden oder neue kaufen gehen, was absolut keinen Spaß macht, nicht mal in Bloodborne. Ja. Oder ihr hört de facto auf zu heilen, wenn ihr glaubt, dass ihr den Kampf nicht mehr gewinnen könnt und zu viel Schaden eingesteckt habt, was bedeutet, dass ihr kaum einen Lerneffekt habt, sodass ihr kaum besser werdet. Ich wiederhole meine Frage, was zum Teufel soll das? Hier, ich habe ein Video im Internet gefunden, in dem ein Typ seine Freundin dazu bringt, Bloodborne zu spielen. Ist wirklich ein sehr aufschlussreiches und unterhaltsames Video. Und die Stelle, die mir aus der Seele spricht, ist die hier. You understand steep learning curve? Cool. Like you can throw 50 guys at me. Cool. But don't expect me to fucking grind. Like how long have I been playing this? Like 8 hours? Longer, for sure, yeah. But they were approaching the 10 hour mark, easily. Why the fuck do I have to grind after that long? That's ridiculous. Word, Freundin, du sagst es. Sorry, ich weiß, alle lieben Bloodborne, Meisterwerk auf jeden Fall, aber dieses eine Feature halte ich für einen echt wirklich fetten Designfehler, der einfach nur zum Kotzen ist und dem Spiel nichts, nichts hinzufügt. Und zur Klarstellung, der Punkt ist jetzt nicht, dass Farmen in diesem Spiel sonderlich schwer wäre, sondern dass es wie in fast jedem Spiel einfach nur eintönig und zeitaufwendig und langweilig ist. Ja, und deswegen ist Bloodborne bei mir auf Platz 4. Na, wer holt jetzt die Fackeln raus? Jupp, ich finde Dark Souls 3 wirklich besser als Bloodborne. Der eine große Kritikpunkt, den sich Dark Souls 3 gefallen lassen muss, zu viel Fanservice, zu wenig Neues. Und ja, das stimmt, da kann ich nichts gegen sagen. Origineller und mutiger war auf jeden Fall Bloodborne. Aber ich habe mich in Dark Souls ja so verliebt, so wie ihr auch, naja, weil es eben Dark Souls war und Teil 3 liefert mir einfach nur noch mehr von dem, worauf ich so abfahre. Wie könnte ich das nicht wertschätzen? Alles ist hier größer, schöner und besser als in Teil 1 und in Teil 2 sowieso. Die Spielwelt. Die Abwechslung. Das Kampfsystem ist in Teil 3 nahezu perfektioniert worden. Diese ultra-tighten Hitboxen. Ich meine, schaut euch das an. Yeah. Oh, baby. Yeah, genau so. Komm, das macht dich schon ein bisschen geil. Selbst der Soundtrack hat einige der besten Tracks der gesamten Serie zu bieten. Dark Souls 3 zu zocken war, wie die ultimative Version dieser ganzen Reihe zu spielen, poliert und aufgehübscht bis zum geht nicht mehr. Klar, der ganz große Aha-Effekt war weg, wir kannten das mittlerweile alle. Wirklich überraschend oder innovativ war hier wenig bis nichts. Aber für mich hat From Software hier doch die perfekte Balance geschafft, mir mehr vom Alten vorzusetzen und mich trotzdem niemals dabei zu langweilen. Einige Levels waren wieder so geil designt und boten so viele Überraschungen und Abkürzungen, wie etwa die Cathedral of the Deep.
Die hatte übrigens auch einen meiner liebsten Bossfights gegen die Deacons of the Deep. Ja, ich weiß, das war ein super einfacher Kampf, eigentlich mehr ein Witz als ein Kampf. Und im Grunde nur ein Remix vom Royal Red Vanguard aus Teil 2. Aber es lockerte die beinharten Einer gegen einen XXL-Duelle so schön auf. Ich mochte das einfach. Überhaupt die Bosskämpfe. Ich war absolut perplex, als ich gesehen habe, wie die Abyss Watchers gegeneinander kämpften. Mir rutschte das Herz in die Hose, als in nachtschwarzer Dunkelheit plötzlich das gigantische Knochengesicht von Volnir auftauchte. Pontiff Sullivan, der Sack. Und nochmal kurz zurück zum Fanservice. Wie gesagt, das stimmt schon. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Aber also wenn das so gut umgesetzt und implementiert wird wie hier, dann bin ich absoluter Fan von. Habt ihr nichts gespürt, als ihr gegen den Götterfresser Eldritch gekämpft und gesehen habt, wen er gefressen hat? Wurdet ihr nicht ganz still, als ihr die Leiche der Fair Lady und ihrer Schwester Quelana gefunden habt? Hattet ihr nicht feuchte Augen, als da auf einmal Anor Londo auf dem Screen erschien? Und Leute, kommt schon, im letzten Kampf gegen die Soul of Cinder, als da plötzlich die Musik von Gwyn losging, das war vielleicht einer der größten Magic Moments meiner Videospielkarriere. Ich krieg ungelogen meterdicke Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Dark Souls 3 war ein einziges, riesiges, nahezu makelloses Geschenk an alle Fans, die von der ersten Stunde an dabei waren. Eine Verbeugung und Verabschiedung von einer Spielereihe, die ein ganzes Medium geprägt und beeinflusst hat, wie lange nichts davor und danach. War das kalkuliert? Ja, klar. Aber bei mir hat's zu 100% gezogen. So sagt man einem Franchise Lebewohl. Und auch hier gab es wieder zwei DLCs, von denen der erste, Ashes of Ariandel, jetzt nicht der Oberhammer war, aber dafür der zweite, The Ringed City. Und zwar deswegen, weil Miyazaki den Mut hatte, die komplette Saga, die ganze verworrene, komplexe, epische Geschichte von Dark Souls mit einem Bossfight gegen einen Typen abzuschließen, von dem wahrscheinlich die meisten Spieler bis heute nicht genau wissen, wer das eigentlich ist und warum er für die Geschichte so eine große Bedeutung hat. Ehrlich, dieser Mut, dieses Selbstbewusstsein, das imponiert mir zutiefst. Die Dark Souls-Saga endet nicht mit einem zweiten Kampf gegen den Original Gwyn. Oder den wiederbelebten Leichen von Ornstein und Smough. Oder nochmal Artorias oder so ein Quatsch. Sondern mit einem kleinen, tragischen Sklavenritter. Ja, Dark Souls 3 ist voller Fanservice. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, wenn es wirklich zählt, macht es eben doch sein eigenes Ding, ganz egal, was die Fans davon halten. Ich finde Dark Souls 3 super und habe jede Sekunde davon genossen. Ihr seht auf Platz 2 Elden Ring und wisst damit, was auf Platz 1 ist. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich bei diesem Ranking wahrscheinlich niemanden wirklich überraschen werde. Also, Elden Ring, was für ein Monster von Spiel. Ich hatte es ja nicht zu hoffen gewagt, aber die Teufelskerle bei From Software haben es doch tatsächlich hinbekommen und ein Open World Dark Souls gemacht. Ja, und ich kann jetzt hier eigentlich gar nicht sehr viel mehr Neues erzählen, als ich schon in meinem letzten Video zu Elden Ring getan habe. Ich bin gerade wirklich süchtig nach dem Teil. Ich zocke es jeden Abend und muss mich meistens so gegen 1, halb 2 Uhr morgens zwingen, die Konsole auszumachen und ins Bett zu gehen. Ich habe jetzt so etwa rund 100 Stunden auf der Uhr und ich bin nicht mal annähernd durch. Manche Gebiete habe ich noch nicht mal freigeschaltet, wie etwa das Dorf der Albinorix. Keine Ahnung, wie man da hochkommt. Wird schon noch. Ich vermute, dass die meisten es jetzt gerade auch noch zocken oder schon im New Game Plus sind. Also, bevor ich euch voll sülze, was daran so geil ist, das wisst ihr ja eh alles, zur Abwechslung mal ein paar Sachen, die nicht so geil sind. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob die nur mich stören oder euch auch. Zum einen, ich habe schon im letzten Video angesprochen, hat Elden Ring meines Dafürhaltens nach das uneleganteste Kampfsystem aller Soulsborne-Spiele. Die Momente, in denen die Schläge der Gegner durch Wände gehen, durch den Boden, durch massive Steinsäulen oder sonstige Deckung, sind nicht mehr zu zählen. Echt, der Kampf gegen dieses gefallene Sternbiest da in dem Krater. Bei aller Liebe, technisch war das eine Katastrophe. Physikalisch stimmte aber mal gar nichts mehr.
Und ja, ich weiß, das liegt an der offenen Spielwelt, die ist gigantisch und frisst viele Ressourcen und der Boden ist auf uneben. Es wäre unmöglich, jede Gegnerbewegung absolut korrekt an die Umgebung anzupassen. Aber in den meisten anderen Soulspawn-Spielen liegt es eben an einem selber, wenn man stirbt, weil man einfach einen Fehler gemacht oder nicht richtig reagiert hat. In Elden Ring trifft das schlichtweg nicht mehr zu. Hier verlieren Objekte manchmal einfach komplett ihre physikalischen Eigenschaften. Ist kein Dealbreaker, die Kämpfe bocken immer noch. Aber ich glaube, niemand wird behaupten, dass Elden Ring das sauberste Kampfsystem von allen Soulspawn-Spielen hat. Zumal die Bosse in Elden Ring mittlerweile absolut beknackte Angriffsmuster haben, die kein normaler Mensch mehr vorausberechnen oder erwarten kann. Manche Schläge und Moves sind so krass unintuitiv, dass... Naja, das Meme hier kennt ihr ja sicherlich. Und als zweites, und das geht vielleicht wirklich nur mir so, durch die extrem große, zerklüftete, offene Spielwelt habe ich kein so starkes Gefühl für die Geografie wie noch in den anderen Spielen. Das liegt wohl in der Natur der Sache, natürlich, ich kann ja jetzt fast überall hin, aber das führt eben auch dazu, dass ich manche Wege im Kopf jetzt kaum noch zusammenkriege. Ich kann euch nicht immer genau sagen, wann ich wie wohin gekommen bin. Ich war manchmal irgendwo. Weil es in Elden Ring auch Teleporter gibt, die euch wer weiß wohin beamen, fühlt sich mein persönlicher Weg durch diese Welt nicht wie eine stringente Reise an, sondern mehr, als würde ich mal dahin springen, mal dorthin, mal irgendwohin. Auch hier, das versaut mir das Spiel nicht, dazu kickt es mich viel zu sehr, alles zu entdecken, was die Map hergibt. Aber irgendwie ist es doch schon ein bisschen schade, dass ich manchmal echt überlegen muss, ob ich diesen oder jenen Boss schon gelegt habe, weil ganz viele Entdeckungen und Kämpfe im chaotischen Strudel der völligen Planlosigkeit verschwimmen. Ey, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache und wahrscheinlich gibt es eine Menge Leute, die genau das am geilsten an Elden Ring finden und sich von den vorherigen Soulspawn-Spielen immer ein bisschen zu sehr an die Kette genommen fühlten. Für mich ist es jetzt schon ziemlich sicher mein Spiel des Jahres. Ich werde mir heute Nacht damit um die Ohren schlagen und Elden Ring erinnert mich zu jeder Sekunde daran, warum ich mich als Kind damals so unsterblich in Videospiele verliebt habe. Und damit zu Platz 1. Ihr wisst, was jetzt kommt, aber bitte macht das Video trotzdem noch nicht aus. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. Wie originell, Dark Souls, Teil 1. Muss ich dazu jetzt noch was sagen? Ich glaube, seit Silent Hill 2 hatte ich keine tiefere und persönlichere Beziehung zu einem Videospiel als zu Dark Souls. Dieses Spiel hat Dinge gemacht, von denen ich nicht mal wusste, dass es sie gibt. Und wenn ich 100 Jahre alt werde, ich werde nie vergessen, wie ich mich wie ein Dulli viel zu früh über den Friedhof und durch die Katakomben gekämpft habe und dann am Ende vor dem verschlossenen Nebeltor zu Nito stand und den ganzen Weg wieder zurück musste. An diesem Tag ist etwas in mir zerbrochen, das bis heute nicht ganz geheilt ist. Als in der Cutscene Ornstein auftauchte und ich realisierte, dass ich jetzt wirklich gegen zwei Bosse gleichzeitig kämpfen musste. Dieses Gefühl ist mit Terror, Panik, Entsetzen oder Verzweiflung nur unzureichend beschrieben. Ich raffe heute ein bisschen mehr von den Soulspawn-Spielen. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber Dark Souls 1 habe ich damals komplett blind gespielt. Ich habe nichts nachgelesen, keiner hat mir irgendwas erklärt und aus Angst, invaded zu werden, war ich immer offline. Ich hatte also niemals irgendwelche Nachrichten oder gar Hilfe. Ich habe mir dieses ohnehin schon bockschwere Spiel noch schwerer gemacht. Ich habe es so ineffizient gespielt, wie es nur Menschen möglich ist. Und wisst ihr was? Genau deswegen liebe ich es bis heute so. Dark Souls war und ist mein Dark Souls, mein Struggle, meine Fails, mein Triumph. Ich wurde neulich mal gefragt, welches Spiel ich am liebsten nochmal komplett neu und frisch erleben würde und ich habe reflexartig Silent Hill 2 gesagt. Aber ich glaube, in Wahrheit lautet die Antwort eher Dark Souls. Es hat schon einen Grund, warum dieses Spiel 2011 die gesamte Branche bis in die Grundfeste erschüttert hat. Ey, es hat ein komplett eigenes Genre begründet. Ein Spiel wie Dark Souls gibt es nur alle paar Jahre mal. Vielleicht nur alle paar Jahrzehnte. Lordran, ich war da. Ich war wirklich und wahrhaftig da. Ich habe den Wind gespürt, der mir um die Ohren pfiff. Ich glaube, dass die erste Hälfte von Dark Souls vermutlich die stärkste ist, die je ein Videospiel hatte. Egal aus welchem Genre, egal aus welchem Jahr, egal auf welcher Plattform. Bis ihr den
die Lord Vessel bekommt, ist dieses Spiel so ziemlich perfekt. Ein unantastbares Meisterwerk, an das nicht mal die eigenen Sequels rankamen. Die zweite Hälfte ist dann leider schwächer. Und manchmal frage ich mich, wie sie ausgesehen hätte, hätte From Software genug Zeit gehabt. Natürlich ist ein Remake von Dark Souls tabu. Und viele Leute hatten ja schon mit der Remaster-Version ein Problem. Aber jetzt mal ehrlich, kitzelt euch nicht die Wunschvorstellung, das richtige Izaliths zu sehen, so wie es werden sollte, statt diesem öden, kruden, schlauchigen Lavasee mit den unfertigen Drachenhälften überall? Also ich würde für ein Dark Souls The Complete and Ultimate and Actually Finished Edition sehr viel Kohle auf den Tisch legen. Für mich war Dark Souls eine prägende, formative Spielerfahrung, die bis heute nachhallt, sodass ich seit dem letzten Sommer jetzt ein fettes Dark Souls-Tattoo auf dem Rücken habe. Achso, und das zeige ich euch, wenn das erste Video auf diesem Channel hier 1 Million Views hat, okay? Deal! Dark Souls is love, Dark Souls is life. Und deswegen ist es ohne Frage mein unangefochtener Favorit aller Soulsborne-Spiele. Praise the Sun. Ja, Leute, und jetzt? Wie sieht's aus? Geht ihr da mit mir konform? Seht ihr das ganz ähnlich? Ist euer Ranking komplett identisch oder habt ihr eine andere Meinung? Vielleicht ist bei euch ein völlig anderer Titel auf Platz 1. Ey, möglicherweise gibt's ja auch den einen oder anderen, der aus welchen Gründen auch immer Dark Souls 2 im allerbesten von all diesen Spielen findet. Ich weiß es nicht. Aber wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch dazu, was euch bewogen hat, diese Spiele auf Platz 1 zu setzen und warum ihr vielleicht Dark Souls 1 geradezu überbewertet findet. Ey, wie gesagt, Geschmäcker sind ja wirklich verschieden. So, das war ein langes Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch in den Kommentaren beteiligt. Ich gehe zurück nach Hause. Ich muss noch Elden Ring spielen. Ich weiß nicht wann und wie und wo, in welcher Form. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Elden Ring garantiert in den nächsten Wochen oder gar Monaten immer wieder mal ein Thema bei uns sein wird. Also haltet die Augen offen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist nach wie vor Wolf. Bis zum nächsten Mal und tschüss.